Ein Business, das läuft. Ist das nicht das, was alle Selbstständigen und Unternehmer wollen? Neue Kunden, mehr Umsatz und vor allem mehr Einkommen. Und das fast wie von selbst. In diesem Podcast erfährst du wöchentlich praktisch umsetzbare Tipps und Strategien, mit denen du dein Geschäft verwandelst. Und zwar in ein Business, das läuft. Von und mit Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 315 mit dem Titel Die exzellente Verkaufspräsentation. So präsentierst du deine Angebote erfolgreich. Das ist genau die Folge für all diejenigen, die Angebote erstellen, die typischerweise vielleicht etwas komplexere, teurere Produkte oder Leistungen verkaufen, schriftliche Angebote ausarbeiten sehr oft und dann diese Angebote Kunden präsentieren. Also nicht unbedingt nur verschicken, sondern tatsächlich mit dem Kunden über das Angebot sprechen. Und wenn dich das betrifft und du das immer wieder machst, das dein tägliches Brot ist, dann bist du in der heutigen Folge perfekt richtig. Denn du erfährst, wie du genau diese Angebotspräsentationen noch sehr viel erfolgreicher umsetzen kannst. Zum Thema Angebote habe ich schon einiges geschrieben. Du findest die Bücher Angebote erfolgreich nachfassen und Angebote schreiben, die verkaufen, in den Shownotes zu dieser Folge verlinkt. Schau vorbei und schau auch mal auf der www.romankmenter.com vorbei. Dort findest du nicht nur meine Bücher, sondern noch sehr viele andere hilfreiche Dinge wie Downloads, Blogbeiträge und so weiter und so fort. www.romankmenter.com. Doch bevor wir in die Tiefe jetzt einsteigen, vielleicht nochmal für alle, was ist eine Verkaufspräsentation? Wo unterscheidet sich eine Verkaufspräsentation von einem Verkaufsgespräch? Ich würde mal so sagen, ein Verkaufsgespräch ist Überbegriff. Verkaufsgespräch ist irgendwie fast jegliche Kommunikation mit einem Kunden, wo es irgendwie darum geht, dass der Kunde etwas kaufen könnte, wollte, würde. Eine Verkaufspräsentation ist was anderes. Da präsentiert der Verkäufer dem Kunden einen Vorschlag, ein Konzept und sehr oft mit Preisen versehen und dann wird es ein Angebot. Das ist eine Verkaufspräsentation. Wo sowas gemacht wird oder gemacht werden sollte, ist zum Beispiel im Bereich Bau, wenn es um Häuser oder Wohnungen geht, Immobilienmakler könnten sowas tun, wobei das da sehr oft physisch beim bestehenden Objekt ist, aber wenn das Objekt noch nicht gebaut wurde, dann ist das durchaus eine Verkaufspräsentation, das vom Plan wegzumachen. Trainer, Berater, Gartengestalter, Poolhersteller, Maschinen- und Anlagenbauer, Landmaschinenverkäufer, die ich vor kurzem wieder im Training hatte und so weiter und so fort. Also all diese Branchen erstellen Angebote und stehen vor der Herausforderung, diese Angebote so zu präsentieren, dass der Kunde idealerweise Ja sagt oder zumindest öfter Ja sagt oder auch schneller und zuversichtlicher Ja sagt. Und genau dafür bekommst du in den nächsten, ich sage mal, 15 bis 20 Minuten einige, eigentlich sehr viele, glaube ich, soll ich das überblicken, ich habe aufgehört zu zählen, also viele sehr gut einsetzbare, sehr praxiserprobte und sehr wichtige Tipps. Wenn wir von einer Angebotspräsentation sprechen, stellt sich davor schon eine ganz wichtige Frage. Präsentieren oder schicken? Sehr oft werden Angebote zugeschickt, häufig per Mail. Ja, mache ich auch immer wieder, obwohl es ist nicht die beste Variante. Idealerweise präsentierst du ein Angebot vor Ort beim Kunden. Das hat verschiedene Vorteile im Vergleich zum Schicken. Wenn du dein Angebot beim Kunden präsentierst, dann siehst du seine Reaktion darauf. Kippt er vom Stuhl ob des Preises oder ist er hoch erfreut, weil es sehr viel billiger ist, als er vielleicht vermutet oder befürchtet hat. Diese Reaktion kriegst du natürlich beim Verschicken per Mail nicht mit. Und wenn du da sitzt, dein Angebot präsentierst, dann kannst du auch gleich abschließen. Oder zumindest ist es möglich. Wenn du eine Mail schickst, müsstest du nachfassen per Telefon oder auf welchem Weg auch immer, um dein Projekt abzuschließen und dein Angebot abzuschließen, den Auftrag an Bord zu holen oder an Land zu ziehen. Das heißt, präsentieren ist allemal besser als schicken. Idealerweise machst du das natürlich bei Angeboten, wo die Summe etwas größer ist,
Wo die Grenze ist, hängt ein bisschen von der Branche ab. Bei einem 500-Angebot wirst du wahrscheinlich vielen Branchen noch nicht präsentieren. Das muss per Mail irgendwie auch gehen. Bei einem 5.000-Euro-Angebot oder 50.000 oder 500.000-Euro-Angebot macht das Präsentieren natürlich sehr, sehr viel Sinn und ist gut investierte Zeit. Und wenn du es doch schickst, dann, ja, wenn du es präsentierst, vielleicht idealerweise nicht vorab schicken, sondern der Kunde soll das Angebot beim Präsentieren das erste Mal sehen, damit du seine Reaktion live mitbekommen kannst. Und wenn du schickst, dann lieber per Post als per Mail. Meistens ist dieser Tag oder die zwei Tage mehr Zeit, die der Postversand vielleicht braucht, allemal drin. Und du hast es beim Postversand mehr in der Hand, wie dein Angebot aussieht. Das heißt, du kannst es wertiger gestalten per Mail. Du weißt nicht, auf welche Art von Zettel, ich habe da schon wilde Dinge gesehen, so Angebote ausgedruckt werden. Also wirkt wertiger per Post verschickt. Da kannst du eine Mappe machen, noch ein Prospekt rein, Visitenkarte, händisch unterschreiben und so weiter und so fort. Wertet auf. Und ist natürlich auch abhängig von der Größe des Projektes. Wenn du drei Angebote oder ein Angebot die Woche machst, dann kannst du da sehr viel Aufwand treiben damit. Wenn du 10 Angebote am Tag machst, wie es in manchen Branchen durchaus ist, dann sieht das natürlich ein bisschen anders aus. In vielen Branchen ist es so, dass die Verkaufsgespräche zwei- oder mehrstufig laufen. Man hat einen Ersttermin, wo Bedarf erhoben wird, die Bedürfnisse des Kunden geklärt, die Wünsche besprochen. Dann geht man als Verkäufer nach Hause, arbeitet ein Angebot aus und dann gibt es einen Präsentationstermin. Das wäre so der idealtypische Ablauf in vielen Bereichen. Achte drauf, nächster Tipp, dass dein Präsentationstermin am Ende des Erstgespräches fix vereinbart wird. Es sollte nicht enden mit, ja, schicken Sie uns mal zu und wir melden uns dann. Du kennst das vielleicht selber, das funktioniert schlecht bis gar nicht oft. Kunde meldet sich nicht mehr, warum? Hat ein Herzversagen gehabt, also dein Angebot, das du ihm zugeschickt hast, vielleicht erhalten hat oder so ähnlich. Also Scherz beiseite, machen Präsentationstermin fix aus am Ende deines ersten Gespräches. In manchen Branchen werden mehrere Angebote eingeholt, Baubranche zum Beispiel recht üblich in professionellen Ausschreibungsszenarien und dann werden die Anbieter teilweise an einem Tag oder einer Abfolge von ein paar wenigen Tagen eingeladen, um ihre Angebote zu präsentieren. Da wäre es gut, wenn du entweder als erster dran bist, da kriegst du relativ viel Aufmerksamkeit, oder an so einem Tag als letzter dran bist, dann kriegst du auch mehr Aufmerksamkeit und hast noch den Vorteil, sie haben alles andere schon gesehen und du könntest möglicherweise sogar abschließen, weil dein Kunde ja nicht mehr auf die anderen Angebote warten muss. Also entweder als erstes oder am allerliebsten eigentlich normalerweise als letzter. Und wenn du es dir aussuchen kannst, dann lieber nach dem Mittagessen als vor dem Mittagessen. Es gibt Studien, die zeigen, dass Richter zum Beispiel sehr viel strengere Urteile fällen, wenn sie hungrig sind, also unmittelbar vor dem Mittagessen. Natürlich kann es sein, dass du nach dem Mittagessen ein bisschen mit der postprandialen Müdigkeit deiner Kunden oder Teilnehmer zu kämpfen hast. Aber dann musst du eben eine Präsentation machen, die dem entgegenwirkt und entsprechend spannend ist. Dann ist es wichtig bei so einer Angebotspräsentation, dass du dich richtig am Tisch und im Raum positionierst. Wenn das ein Vier-Augen-Gespräch ist, schau, dass du dich um die Ecke setzt. Wenn das natürlich 5, 6, 7, 10 Leute auf Seiten des Kunden sind, musst du wahrscheinlich stehen mit PowerPoint. Aber überleg dir das. Es sollte nicht dem Zufall überlassen sein. Du solltest dich nicht unbedingt einfach dorthin setzen, wo ein leerer Platz ist oder wo der Kunde dir einen Platz zuweist. Überleg dir, wo willst du sitzen und zieh das durch. Gut ist es bei einer Angebotspräsentation, wenn du einen überraschenden, einen ungewöhnlichen Start oder Aufhänger hast, dass du eben nicht so präsentierst, 0815 wie alle anderen und damit mehr in Erinnerung bleibst, ist es gut, wenn du dir irgendwas überlegst, vielleicht sogar irgendetwas Physisches, ich habe mal ein kleines Spiel gemacht, so ein kleines Geschicklichkeitsspiel oder ein Denkspiel eigentlich auf einem Blatt Papier. Da gibt es alle möglichen Dinge, die man machen kann, gehört natürlich vorbereitet und hängt natürlich ab davon, was du verkaufst. Für so eine Angebotspräsentation ist auch gut, eine Agenda zu haben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überzogen fast,
kommt natürlich schon auch aufs Produkt, aufs Projekt an. Aber wenn ich zum Beispiel ein Trainingskonzept, ein Vertriebsentwicklungskonzept präsentieren würde, dann mit Agenda. Und so eine Agenda hat typischerweise 4, 5, 6 Punkte und begleitet dann quasi die Angebotspräsentation über, je nachdem, 10 Minuten, eine halbe Stunde, eine ganze Stunde hinweg, je nachdem, was du präsentierst und wie umfangreich das ist. Was du auch tun könntest, vielleicht sogar solltest, ist dein Ziel zu nennen. Was für ein Ziel verfolgst du mit deiner Angebotspräsentation? Unter uns gesagt, manche Verkäufer haben eine gewisse Scheu davor, wobei vollkommen unnötig eigentlich, weil dein Kunde weiß sowieso, dass du was verkaufen willst bei ihm. Das heißt, wenn du ihm sagst, du willst ihm was verkaufen, ist das jetzt kein großes Geheimnis, aber es wird kompakter, zielorientierter, erhöht die Verbindlichkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass du das Ziel erreichst, wenn du es nennst, wird größer, weil du auch ein bisschen sanften Druck auf den Kunden ausübst. Sehr sanften Druck. Ich sage ihm einfach, lieber Kunde, wir sind ja letztes Mal zusammengesessen, Sie haben mir gesagt, was Sie brauchen, wie Sie es gern haben möchten. Ich habe daraus ein Konzept, ein Angebot entwickelt, das ich Ihnen heute gerne vorstellen will, um am Ende unseres heutigen Gespräches zu erfahren, wie es Ihnen gefällt und Ihre Zusage zu erhalten. Das so oder so ähnlich könnte so etwas klingen, hängt natürlich, wie gesagt, ganz von der Situation ab. Während der Präsentation oder eigentlich noch am Beginn der Präsentation, speziell dann, wenn Leute am Tisch sind, die vielleicht bei deinem ersten Gespräch nicht dabei waren, mach nochmal eine kurze Fragerunde. Ein großer Fehler, wenn da Leute dabei sind, die dich nicht kennen, die bei dem Erstgespräch nicht dabei waren, ihre Punkte nicht hinzufügen konnten, die musst du ins Boot holen. Wenn du die nicht ins Boot holst, dann kann das echt ins Auge gehen und du könntest von genau diesen Leuten Gegenwind kriegen. Schieb nochmal quasi eine kurze Mini-Bedarfserhebung, Bedarfsanalyse ein, wenn notwendig. Schau, dass du bei der Präsentation selbst auch die Medien wechselst. Mal PowerPoint auf Laptop, mal ein kurzes Video auf dem Pad, mal ein physisches Muster, mal etwas Ausgedrucktes, ein Prospekt, mal ein leerer Block, wo du was aufzeichnest, mal ein Flipchart, stehend was aufzeichnet. Also es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten zu präsentieren. Achte darauf, dass du eine gewisse Abwechslung reinbringst. Fasse zwischendurch auch immer wieder mal zusammen, speziell wenn es längere Präsentationen sind, und stell dann sogenannte Checking-Fragen. Das heißt, du fasst zusammen. Also wir haben ja besprochen A, B und C. Passt das so für Sie? Was halten Sie davon? Solche Dinge zwischendurch fragen, auch um die Teilnehmer zu aktivieren, weil, nächster Punkt, es ist wichtig, alle Teilnehmer mit einzubeziehen. Wenn das ein Vier-Augen-Gespräch ist, ist das relativ einfach. Aber bei 6, 8 Augen oder mehr Teilnehmern ist es extrem wichtig, dass du gerade auch auf die Stillen achtest. Meist ist es so, dass es 1, 2 sehr Gesprächige gibt und dann noch 1, 2, die still dabei sitzen, aber möglicherweise nicht nur ein gewichtiges Wort, sondern das gewichtige Wort mitzureden haben, wenn es dann um die Entscheidung geht. Also schau, dass du alle mit einbeziehst, indem du ihnen zum Beispiel Fragen stellst oder indem du, nächster Tipp, ihnen etwas zu tun gibst. Also auch was Physisches, irgendwas aufzuschreiben, etwas aufzuzeichnen, irgendwas Muster in die Hand gibst, dass sie sich anschauen, all das hilft. Schau einfach, dass du die Leute aktiviert hältst. Und ganz zum Schluss, mach ein Call to Action, stell eine Abschlussfrage, frag, wie es ihnen gefallen hat und ob sie das Projekt so wie vorgeschlagen angeboten durchführen möchten oder das Angebot annehmen möchten. Sowas in dieser Art. Also viele, viele kleine, mittlere und größere Bausteine bei so einer Angebotspräsentation. Wenn du zum Thema Angebot besser werden willst, professioneller werden willst, was nachlesen willst, empfehle ich dir sehr die Bücher Angebote erfolgreich nachfassen und Angebote schreiben, die verkaufen. Bei letzterem hast du auch eine ganz konkrete Anleitung drinnen, wie du deine Angebote nach verkaufspsychologischen Richtlinien und Studien optimal aufbaust. Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Es hat wieder Spaß gemacht, ein bisschen was über Angebote zu erzählen. Schön, dass du dabei warst und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist.
Wenn du das noch nicht gemacht haben solltest, dann abonniere jetzt den Kanal, damit versäumst du nämlich keine der Folgen und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.